Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In unserer letzten Folge hat es uns hier zu den Dickicht-Ausgrabungen, heißt das ja, glaube ich, ne? Ja, Dickicht-Ausgrabungen geführt, wo wir Sully Mattis getroffen haben, welcher, ja, etwas Hilfe mit einigen Pumpen brauchte. Und ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen herstellen. Weil es besser als wenn ich hier verortete Sachen mit mir rumschleppe. Ich kann aufbereitetes Wasser machen. Dafür brauche ich drei schmutzige Wasser, okay. Gut. Habe ich eigentlich nur so Raider-Rüstungen, die ich ausrüsten kann? Ich habe nämlich ganz schön viel Schaden bekommen. Bei dem letzten Kampf. Lederrüstung, warte mal. Linkes Bein. Was habe ich denn im linken Bein? Das gibt mir zwei Abwehr. Gibt mir ein Abwehr. Ne, das ist der rechte Arm. Das gibt mir zwei Abwehr und ach da, die Pfeile, die Plusse zeigen auch an, was mir das verbessert, ne? Das tut mich auch verbessern. Guck mal so. Ja, ich habe zum Beispiel noch nichts am linken Arm. Go me. Wahrscheinlich einige schon geschrieben, du hast nichts am Arm. Ja, und ich habe die Power-Rüstung aus. Ich habe aus irgendeinem Grund ein rechtes Bein von der Power-Rüstung. Das ist, glaube ich, nicht repariert oder so. Da, die Dinger haben eine Gesundheit. Also anscheinend. Ja. Können die Sachen doch noch kaputt gehen. So, das gibt mir. Okay. Auch. Ich wundere, warum ich so viel Schaden kriege. Ich habe wahrscheinlich immer noch viel Schaden, aber. Ja. So, jetzt sehe ich halbwegs sexy aus. Sieht aus wie ein Trottel. Okay, wir hatten ja eine Aufgabe eigentlich in der letzten Folge. Ich werde jetzt hier nochmal pennen, damit ich kurz zwischenspeichern kann. So. Wir waren unterwegs hierhin. Wir sind zwar ein bisschen näher gekommen, aber ja, sind ja abseits gekommen. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Warte mal, vielleicht sollte ich mal mit Sully noch reden. Vielleicht gibt er noch. Vielleicht kann er ja handeln. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Hi, darf ich? Ich habe hier zu tun. Okay, Entschuldigung. So. Alles so, lassen wir ihm den Frieden. Mit deinem Frieden ruhen kann. So, dann weiter. Außer wir finden hier noch mehr Sachen, aber scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Sieh jedenfalls nichts unten im Radar. Ich habe noch einen Skillpunkt übrigens übrig, den werde ich noch sparen. Und für Sachen investieren, von denen ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall brauche. Bis dahin werde ich ja auch schon wieder Skillpunkte bekommen, ne? Macht es ein bisschen schwieriger. Da kann man diese Bohnen irgendwie auch anpflanzen. Schon wieder was gefunden. Das ist eine Kakerlake. Hallo? Warum greifst du mich nicht an? Okay. Die ist nicht böse, warum auch immer. Gut für sie. Oh, du bist aber. Oder? Okay, du bist böse. Ja, an der Stelle würde ich auch wegrennen. Der kommt jetzt wahrscheinlich mit dem ganzen Rudel zurück, ne? Denn eine Blähfliege, Alter, warum kann ich hier nichts treffen? Oh. Was? Boom. Mir tun meine physischen Angriffe viel mehr Schaden anrichten, habe ich das Gefühl.
Wo bist du? So. Mit der Sicherung, okay. So, ich glaube, ich habe da nicht alles erkundet von dem Ding. Egal, machen wir weiter. Ich glaube, wir sind schon leicht da. Hallo? Bitte knallt mich nicht bei Sicht ab. Tempines Bluff. Oder Tempines Bluff, weiß ich nicht. Schon lange her, seit er den Ort erwähnt hat. Hallöchen, was geht denn so ab hier? Das Geschäft läuft gut. Okay, sehr gut. Ich muss da mit den Typen reden. Die Siedlung braucht Hilfe, da ist doch keine Siedlung hier. Hey, steh auf. Ich Hallo. Bin angekommen. Du bist einfach nur Siedler. Ah, jetzt kann ich hier klauen. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Minuteman, ganz ruhig. Ich bin hier zum Helfen. Schon okay. Ich gehöre zu den Minuteman. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minuteman? So, ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Die Minutemen sind wieder da. Willst du Hilfe oder nicht? Willst du meine Hilfe jetzt oder soll ich mich wieder auf den Weg machen? Versteh mich nicht falsch. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. In den Arsch treten. Was? Okay. Ich trete den für euch in den Arsch. Kein Problem. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Dieses Mal? Okay. So, die Lady möchte ich jetzt hier nicht wecken. Ist nur irgendwas zu sagen, bloß einen Namen. Hi. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Oh, jawohl, sehr gut. Salat ist kostenlos. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton. Rüstungen könnte ich gebrauchen. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. So, was haben wir denn? Champion, linker Arm, was ist das denn? Oh, ist das teuer! Aber da ist ein Stern dran. Mantis Armschutz. Wie viel willst du dafür haben? Bist du eigentlich irre? Boah. Gekocht? Gekochte? Was? Kann ich auch Rüstungen verbessern? Ödländer, rechtes Bein. Den durch Supermutanten verursachten Schaden, okay. Ein Nahkampfangriff bei einem Treffer zu entwaffnen. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal ein paar Sachen. Zum Beispiel so Dingens hier noch. Der verkauft ein rotes Kleid. Halt. Was habe ich denn hier noch so Dickes, was ich verkaufen kann? Ich habe, glaube ich, hier eine Lederrüstung noch. Die kannst du haben. Und Sturmmaske. Oh, die tut Strahlung. Ach, hätte ich mal vielleicht ausrüsten sollen. Ich hätte die echt irgendwo reinpacken sollen, die Sachen. Warte mal, die Schweißbrille, kann ich die noch tragen? So, ich habe ein paar Dingens. Wo sind sie? Vorkriegsgelder. Kannst du meinetwegen haben.
Ich kann Goldbarren verkaufen, sehr gut. Ich hoffe, ich brauche die echt nicht. So. Dann kaufen wir uns irgendwas Vernünftiges hier. Außer die Sachen, die voll heftig sind. Investieren wir mal was sehr Schönes hier. Ich verliere dadurch aber immer noch Geld. Ah. Was haben wir noch hier? Okay, egal. Annehmen, Viereck. Kriegst du eben ein bisschen Geld von mir? Hab ich jetzt eine Lederrüstung? Eine gute. Mit Sternchen. So. Ich gar nicht. Ja, ich habe jedenfalls mehr Abwehr jetzt. 31. Dann kann ich die Schweißbrille anziehen. Ich habe jetzt so eine normale Brille auf, ne? Brille Wahrnehmung 1. Dann nehmen wir die Schweißbrille. Die Scheißbrille. Ich sehe so bekloppt aus, ey. Ich finde das Hammer. Okay, Raider töten. Raider halte ich jetzt nicht für so gefährlich, weil vor Schüssen kann man sich wesentlich in Deckung gehen. Und ach da. Ach da. Ist das weit. Okay, ich nehme an, wir werden wieder viel Sidequests machen. Auf dem Weg dahin. Ich will die Waffe ziehen. Weil das ist ein ganz schöner Weg und ich werde auf jeden Fall irgendwelche Sachen begegnen, wie zum Beispiel da ist schon wieder was. Der Fall sagt, ich soll dahin gehen, also gehe ich dahin. Würde ich sagen, Geheimnis. Irgendwann, wahrscheinlich ist da auch noch irgendwie so ein Shit, das mir sagt, geh da ein. Ich den die ganze Zeit in der Richtung folge, ne? Keine Ahnung, wo muss ich jetzt hin, da? Aber wie kann ich? So kann ich. Da ist schon wieder was. Was ist das für ein Zeichen? Da bist du. Das ist ein Ghoul. Und zeigt er mir nicht. Alter. So. Ja, damit. Oh Mann. Oh, wo bist du? Boah. Und da kommt noch mehr. Und Streuner, sehr gut. Ich muss mal jetzt schon Stimpel einsetzen. Ich bin hier alles im Leben in Gefahr. Ey. Nein! Oh, ich habe irgendwas verkuppelt. Ich war schon wieder ein Stimpel. Schieß doch! Wo ist er? Da bringt es irgendwie nicht so. Oh, ATS! Schieß du mal! Der hat einen Arm verloren, was? Mann. Oh, Krautenblume. Ah. Wo ist nochmal der Ort hier mit den Typen? Ah.
Ja, das ist gerade passiert. Alter, ist noch viel schwieriger als im Fallout 3 hier. Alter, hoffentlich hat sich das gelohnt. Da sind wahrscheinlich noch viel mehr Leute, ne? Ich sollte vielleicht mal die Dingens hier ausrüsten, fällt mir gerade ein. Der hat's ja voll gebracht. Lasermuskete. Oh, die war da, verdammt. Nehmen wir mal. So. Den Ding müsste ich jetzt nicht so schnell verrecken. Bedford Station, hoffentlich ist ja im Bett. Seit wann bist du denn da, Kollege? Oh Gott. Oh, ich kann immer nur einen Schuss abgeben, super. Aha. Ja, ich bin tot. Der auch. Oh Gott, guck dich doch mal an. Jetzt bin ich sowieso tot. Machen jetzt so viel Schaden. Bist dich. Alter. Ich brauche Heilung. Und wo ist es? Right away. Und ich bin tot. Mann! Was zum Teufel? Leck mich! Sind die stark? Ah, ich muss jetzt wieder da oben auftauchen, ne? Alter, warum sind da so viele gewesen? Fand ich jetzt mal nicht so schön. Ich würde sagen, den Ort meiden war, weil da sind eigentlich zu viele Gegner. So. Habe ich meine Dingens noch? Ja, habe ich noch, glaube ich. Ich will auch meine Schutzbrille wieder tragen. So, da machen wir einen großen Bogen rum, würde ich sagen. Alter. So, da ist das Teil und wir gehen jetzt da lang. Mal lief so gut. Ich habe gegen die drei noch so gewonnen, ne? Dann kommt da auf einmal eine ganze Horde von denen. Ich höre irgendwie was. Ich könnte mit der Minigun versuchen, mal da reinzugehen, aber was war das? Übrigens, es regnet. Ich habe einmal in der Siedlung hier geredet, in Sanctuary. Finde ich sehr schön. Boah, hier sieht schon so aus, als würde es voll viele Gegner geben. Boah, eine gute Nahkampfwaffe, habe ich so das Gefühl. Vielleicht auch mal benutzen können. Okay. Ist hier irgendwas denn jetzt im Erkunden? Da ist irgendwas. Bist du ein... Seid ihr gut? Karawanenwache. Da will ich nicht hingehen. Da sind... Oh. Was? Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon, was ist das?
Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Okay, ich sehe Karawanenwache. Zumindest ist es ehrliche Arbeit. Entschuldigung? Eine Bewegung und du bist tot. Ich will nicht dahin gehen, da sind Ghule. Hey, zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung. Was ist denn der Händler hierfür? Ja, nicht. Entschuldigung. Karawanenwache irgendwie wäre. Boah, nee. Dich habe ich gesehen, komm her. Ich bin sofort zur Karawane zurück, wenn da wieder welche kommen. Ja, der Verrecken wird übrigens noch oft vorkommen, habe ich das Gefühl. Solltet ihr euch dran gewöhnen. Hier haben wir einen Automüllplatz, sag ich mal. Mülldeponie. Hier kann aber noch nicht alles sein. Oh Gott, was? Da drinnen? Want a piece of me? Boom! Der! Alter, warum sind Nahkampfwaffen so überpowered? Au! Kannst du es wagen? Du auch! Boom. So. Alter. Oh, Patronen, Granate. Ganz viele Sachen, meine Miete zum ersten Mal. So, wieder ein bisschen heilen. Automatisch speichern, wunderbar. Ich glaube, Transfer tut das gar nicht hier ins Lager reinpacken, sondern ich kann einfach nur entscheiden, dass ich dann irgendwo im Behältern oder Gegnern irgendwas drin lasse. Hallo. Danke für die Hilfe. Oh, danke. Entschuldigung. Danke für die Hilfe. Oh, kein Problem. Ach, hier waren auch welche. Hast du die alle getötet? Leck mich. Was hat denn für ein harter Knochen? Ha. Hallo. Also so ein Enklave-Bot. Kommt die Enklave in dem Spiel davor? Finde ich voll geil. Ich fand die Enklave voll geil. Hier muss da noch irgendwo was sein. Anscheinend nicht. Na, ist das Gebiet hier abgeschlossen? Nein. Ich weiß gar nicht, wann das überhaupt abgeschlossen ist hier. Okay, der hat mir von Ort erzählt und jetzt habe ich das auf meiner Karte, nehme ich mal an. Sieht aus wie dieser Roboter von diesem einen Film, eher diesen Zeichentrickfilm. Wo so ein Junge so einen riesigen Roboter als Freund hatte, weiß ich nicht. Das glaube ich nicht von Disney, oder? Hallo? Ist hier irgendwo ein Bett, wo ich pennen kann? Altes Boston Bottle.
Hat er Wert gebracht? Keine Ahnung, aber ich habe es. Das ist das, was zählt. Aber keine Ahnung, wann ein Ort hier abgeschlossen ist oder so. Ah, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Weiter im Text. Vielleicht erreicht man einen Ort ja sogar noch. Diesen Part. Was hat denn hier? Ich glaube, da ist schon unsere Final Destination. Sieht so aus, als hätte halt jemand so aufgebaut. Will ich da oben hin, wo mich jeder sehen kann? Natürlich will ich das. Oh, man kann da oben in die Brücke rein. Gehen wir mal dahin. Sieht so, weiß ich nicht, verlockend aus. Dann könnten wir da oben vielleicht ein bisschen sicher sein. Was erwarten? Dutzende Gegner. Okay. Silbermedaillon. Hier ist ein Bett zum Beispiel. Können wir uns schön ausruhen und chillen. Vielleicht wartet ja auch ein freundliches Gesicht. Hier oben. Nein, scheint schon zu Ende zu sein. Aber egal, hier oben fühle ich mich sicher. Das ist aber geil. Geladen und schussbereit. Ich glaube, hier finde ich nichts mehr. Hallöchen. Ich weiß noch erkunden kann. Für Autobahn. Will ich noch irgendwas finden hier? Da hinten ist ein Gebiet, glaube ich. Weiß ich nicht, ob es so klug ist, hier diesen Weg zu folgen, aber machen wir halt mal. Jetzt sind 2 Minuten so. Feuerunterstützung. Hör dem Militärfrequenz AF95 an. Ja, ich habe Radio ausgeschaltet. Als Ton. Ist aber sehr geil. Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungsturm Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arzt Ferrum 95. Warum kein Titel? Wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Ich höre überhaupt nichts. Ganz ehrlich. Okay, wir haben die Mission aber. Wir haben die Mission bekommen, also ja, Radio wieder aus. Wegen Copyright und so, ihr wisst schon. Ui. Gehe ich mal zurück zu meinem Bettchen, nehme ich an, oder dahin. Guck ich da mal an, wo ich da noch hinkommen kann. Ja, dann würde ich aber sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo wir mal gucken, was da noch so auf uns wartet. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.